Im dritten Step zeige ich euch einmal, wie man Bilderrahmen verwendet. Hier haben wir jetzt einen Bilderrahmen, der hat am besten keine Füllung und am besten auch keine Kontur. Und den können wir ganz einfach hier auf unser Blatt ziehen. Wenn wir jetzt den Vorschau-Modus anstellen, sehen wir, dieser Bilderrahmen hat so ein ausgegrautes Feld. Ja, das bedeutet, der Bilderrahmen ist noch nicht gefüllt. Man kann dann hier ein Bild einfügen über das Tool Bild platzieren. Ich nehme jetzt einfach mal ein Foto aus einer Exkursion und kann das dann hier platzieren. Wenn ich jetzt auf den Bilderrahmen klicke, kann ich die Eigenschaften des Bilderrahmens bearbeiten, also zum Beispiel maximal passend skalieren oder gar nicht skalieren, wenn wir zum Beispiel einen Plan einfügen wollen. Der soll natürlich, damit er den Maßstab behält, nicht skaliert werden. Und dann kann man hier unten nochmal über die Skalierung den Plan oder das Foto in diesem Fall verändern. Den Rahmen an sich kann man natürlich auch verschieben und skalieren. Und über dieses Feld kann man das Bild innerhalb des Rahmens verschieben oder drehen, wenn man den Rahmen nicht drehen möchte, aber das Bild im Rahmen. Was auch möglich ist, ist, wenn wir zum Beispiel hier eine Raute machen wollen, die dann wieder mit einer Füllung versehen und sagen wollen, dass wir hier unser Foto drin haben wollen. Da haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir wandeln diese Raute in einen Bilderrahmen um und wir können jetzt wieder das Foto hier platzieren. Oder wir ziehen die Raute selbst und nehmen dann per Drag and Drop das Foto in unsere Datei und können dann hier in der e im Ebenenmanager, falls ihr den nicht anhabt, könnt ihr hier über Ansicht, Studio, Ebenen diesen Manager anmachen und das Bild hier hinter die Raute ziehen. Also in die Raute, nicht hinter, das ist hinter, wenn der Balken so lang ist. Und wenn er kürzer ist, dann bedeutet das, dass wir das in diese Raute reinlegen. Und dann haben wir die Raute als Bild. Aber das ist längst nicht so bearbeitbar wie der Bilderrahmen als Raute, weil man hier wieder skalieren kann und es innerhalb drehen kann, während man hier die ganzen Bearbeitungsoptionen nicht mehr so einfach hat, weil man dann einen Doppelklick drauf machen muss, um dann das Bild zu greifen. Was vielleicht auch noch wichtig ist, ist hier oben die magnetische Ausrichtung. Hier kann man sie aktivieren. Hier kann man die Einstellung angeben, was gefangen werden soll und an was man sich orientieren soll. Zum Beispiel kann man hier ein Raster ausrichten. Wenn man zum Beispiel über Ansicht ein Hilfslinienraster einblenden möchte. Hier habe ich jetzt mein Raster eingeblendet und ich habe hier angestellt, dass ich es am Raster ausrichten möchte und wähle jetzt hier mein Rechteck. Seht ihr, dass hier eine grüne und eine rote Linie auftaucht? Das bedeutet, ich fange die Punkte im Raster und kann also so im Raster zeichnen. Das ist auch nachher interessant, wenn man etwas Fortgeschritteneres, zum Beispiel isometrisch, hier in Publisher oder Designer zeichnen möchte, arbeitet man dann in diesem Raster und dann ist das alles ein bisschen einfacher zu zeichnen. Ja, die Magnete funktionieren auch in dem Sinne, dass man hier ein Rechteck zeichnet und es entweder hier in der gesamten Seite fängt, also hier seht ihr, die Mitte des Blattes wurde gefangen, oder wenn ich jetzt hier ein Rechteck kopiere, das ist mit Steuerung Shift, kann ich das draggen und dann habe ich ein weiteres. Und hier sieht man dann, es richtet sich zum Beispiel auch an anderen Objekten aus. Und ich sehe jetzt zum Beispiel hier auch den Abstand zwischen den beiden. Die Koordinaten der Rechtecke kann ich auch hier unten bearbeiten und ich kann hier auch die Breite und Höhe verändern. Wenn ich die also auf 100 mm mal 100 mm setze und dann hier die Klammer zum Beispiel wie bei den Seitenrändern anmache, kann ich hier jetzt zum Beispiel 200 eingeben und dann ist das natürlich ein Quadrat mit 200 mal 200, weil ich die Klammer hier eingesetzt habe.